So Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Wir werden in diesem Video beim BMW E39 mal die US-Standlichter kodieren. Und wie das geht, seht ihr in diesem Video. So Leute, hier im Motorraum haben wir beim 5er, 98er Baujahr hier den 20-poligen Diagnosestecker. Den benötigen wir jetzt in dem Fall fürs Auslesen des Steuergerätes beim 98er Baujahr. Der 98 Baujahr hat auch noch ein OBD2. So, ihr habt hier unten neben dem Lenkrad ein kleines Ablagefach. Und da drin befindet sich auch der OBD2 Stecker. Wie gesagt, hier die Klappe öffnen. Und somit habt ihr hier dann auch den OBD2 Anschlussstecker. So Leute, bevor ihr das wieder verkabelt, geht auf Home, Fahrzeug. Wir haben hier in dem Fall ein E39, ein 5er, eine Limousine, dann auf Baujahr auswählen. Wir haben ein 98er Baujahr, eins mit der ersten Fahrzeuge. Dann schließt ihr euer Kabel an. Zündung auf Stufe 2. Wir gehen jetzt erstmal auf Kodieren. Dann Steuergeräte prüfen, Batterie ist okay. So, jetzt gehen wir aufs Lichtschaltzentrum. Steuergerät auslesen. So, und hier oben haben wir die Seitenmarke US. Die aktivieren wir jetzt. Gehen auf Kodieren. Gehen hier auf Wir haben verstanden. Ich stimme zu. Okay, jetzt kodiert uns das. Jetzt hat es wieder mit dem Licht bestätigt. Jetzt gehen wir drauf und jetzt Zündung aus, ein paar Sekunden warten, Zündung wieder ein und dann müssten die US-Standlichter kodiert sein. So, man sieht es zwar ganz schwer, weil die Sonne blendet, aber hier US-Standlicht ist an, normales Standlicht auch. Ja, wir haben jetzt das US-Standlicht kodiert, jetzt wisst ihr, wie das geht. Und ja, wie gesagt, hier an der Seite die vorigen Videos, alles weitere unten in der Infobox und bis dahin wünsche ich euch wieder was. Servus!